Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo. Die fantastische Unterwasserwelt. Die kleine Ente Annie und ihr Freund Mo, der kleine Bär, sind heute am Meer. Sie schlendern am Strand entlang. So brausen die Wellen ans Ufer. Wenn eine Welle kommt, schwappt das Wasser über Annies Füße. Das kitzelt ein bisschen und Annie lacht jedes Mal. Mo hüpft bei jeder Welle zur Seite. Er möchte keine nassen Füße bekommen. »Schau mal da«, ruft Mo überrascht. Vor ihnen liegt eine kleine Flasche aus türkis schimmerndem Glas. »Wo kommt die denn her? Aus dem Meer?« wundert sich Annie. »Oh, da ist etwas drin«, ruft Mo aufgeregt. Tatsächlich, in der Flasche steckt ein Zettel. Annie und Mo sind gespannt. Sie haben eine echte Flaschenpost gefunden. Annie öffnet sie und zieht den Zettel heraus. »Einladung«, steht darauf. Sie dreht den Zettel um und liest laut vor. »Ich lade euch ein in meine fantastische Unterwasserwelt, der König der Meere.« Annie guckt Mo mit großen Augen an. Sie kann gar nichts sagen, so überrascht ist sie. Wie spannend! Sie war noch nie in der Unterwasserwelt. Wie es dort wohl ist? »Komm, wir gehen dahin«, schlägt sie Mo vor. Doch der zögert. »Werde ich da nass? Wie sollen wir dahin kommen?« Plötzlich tauchen vor den beiden Freunden zwei rote Krebse am Strand auf. Jeder trägt einen goldenen Stuhl mit blauen Steinen auf dem Rücken. Mit ihren langen Scherenarmen winken sie Annie und Mo zu sich. Annie und Mo flitzen zu ihnen und klettern auf die Stühle. Und schon tragen die Krebse sie ins Wasser. Es wackelt und ruckelt. Mo hält sich gut fest. »Das ist ja fast wie auf einer Achterbahn«, jauchzt Annie. Die Krebse stolzieren in großen Schritten auf dem Boden des Meeres entlang. Bald sind sie weit unter der Meeresoberfläche. Sie kommen immer tiefer unter das Wasser. Aber wie von Zauberhand können Annie und Mo atmen und reden. Neben ihnen schwimmt eine Kutsche aus glänzenden Muscheln vorbei. Sie wird gezogen von 10 Seepferdchen. Wer wohl darin sitzt? Auf einmal hält die Kutsche an. Ist das etwa die Kutsche des Königs der Meere? Mos Herz schlägt wild. Annie nimmt seine Hand. Da öffnet sich die Tür und herauskommen 2 Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Sie haben rote Haare, die stehen wild nach allen Seiten ab. Sie haben keine Beine, sondern Flossen, die im Wasser silbern glänzen. »Unser Papa ist der König der Meere. Er hat euch eingeladen, damit ihr mit uns spielen könnt. Uns ist hier nämlich so langweilig«, sagt das Meermädchen. Der Meerjunge führt Annie und Mo zum Muschelpalast. Die beiden Freunde staunen über die Wände des Palastes. Sie sind mit glänzenden Perlen und schimmernden Muscheln bedeckt. Hoch oben weht eine goldene Fahne. »Wollen wir Verstecken spielen?«, fragt Annie.
Ja, rufen das Meermädchen und der Meerjunge begeistert. Sie laden noch ein paar Krebse, Fische und Seepferdchen ein, mitzumachen. Auch die Flundern wollen mitmachen. Die Krebse müssen bis 10 zählen. Mo versteckt sich hinter einem Seestern. Annie krabbelt unter die Kutsche. Die Meerprinzessin schmiegt sich an das Seegras und der Meerprinz kriecht in eine Seeschnecke hinein. Bei 10 dürfen die Krebse suchen. Sie finden jeden. Nur die Flundern nicht. Die haben ein besonderes Versteck. Sie liegen am Meeresboden und sehen aus wie der Sand. Lange spielen Annie und Mo Verstecken mit ihren neuen Freunden. Als es Abend wird, bringen die Krebse die beiden Freunde zum Strand zurück. »Das war eine fantastische Unterwasserwelt«, ruft Annie. Mo nickt und grinst. Das Nasswerden war gar nicht schlimm. Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr. Und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo.